Ja, ist er wieder. Ich habe einen kleinen Great Wolf Spawner gebaut. Allerdings, ich werde die Items darin nicht benutzen, weil das wäre ein bisschen overpowered. Also, ich werde die Items, gerade hier die Ancient Seeds und die Great Wolf Augen, werde ich benutzen. Ich werde nur die Drops, das heißt Schilde und hier kurz, das werde ich alles nicht benutzen. Das werde ich da reinschmeißen. Und dann ist gut, mir geht es wirklich nur um die Great Wolf Augen und vor allen Dingen hier um die Ancient Seeds. Alles andere da drin ist mir relativ Pumpe. Da stehen 5 Wagers drin. Die, wo sind sie? Hier, die stehen da drin. Dann ist die Erde darüber gleichgesetzt worden, dass nur die Flammen rauskommen. Und ja, ich habe alles. Er kann nur da spawnen. Und das heißt, solange ich hier bin und immer neu gespawnt wird, kriege ich immer mehr Loot. Also, ist jetzt nicht so schwierig. Hier 2 Sterne Grey Dwarf. Rot. Das Problem, das einzige Problem ist, was ich so ein bisschen daran habe, es werden, und ich weiß nicht, vielleicht liegt das an den Schwierigkeitseinstellungen, es werden nicht so viele Grey Dwarfs gespawnt. Also die Great of Boots, die werden nicht so viel gespawnt. Gut, ist wie es ist. Ich habe trotzdem, glaube ich, schon 30 Stück oder so, und also noch, und die auch schon verarbeitet. Wie ihr seht, ich habe noch ein paar Eier gefarmt, weil das hier gedauert hat. Ich habe noch mal ein bisschen gekocht, so allgemein. Ich habe jetzt auch, das muss ich euch zeigen, neue Rezepte. Weil ich einfach mal alles hergestellt habe und dadurch neue Rezepte gekriegt habe. Genau, also ich kann jetzt auch die Suppe kochen. Die kriege ich nicht nur als Drop. Hier, ich habe einmal die Vegetables hergestellt und ich habe ja neue Rezepte gekriegt. Ja, Tetra müssen wir noch gucken. Bisschen schwierig. Hier, dann habe ich einmal Tasty Meat und so gemacht. Also, ihr seht, ich habe einfach gemacht und alles, was so in der Aufnahme sonst ein bisschen Zeit gekostet hätte. Das Einzige, ich würde noch mal gucken, also erstmal gehen wir schlafen, ist klar. Und dann würde ich noch mal kurz gucken, welche die Tetra-Höhle war, weil ich mir tatsächlich nicht sicher bin. Und dann wird heute erstmal gebaut. Ich nehme heute 4 Folgen auf, das heißt 2 Stunden. Ich versuche in den 2 Stunden fertig zu werden mit Bauen, damit wir danach weitergehen können in die Plains und dann in die Mistlands. Ich verspreche nur nichts. Wenn das jetzt 3 Stunden dauert oder von mir aus 4 Stunden, ja, dann ist es so. Ich werde euch das marken, das heißt, ihr könnt euch das angucken, wenn ihr das wollt oder auch nicht. Ich werde es probieren, dass wir da so schnell wie möglich fertig werden, aber wie gesagt, ich verspreche gar nichts. Ja, habe ich hier sonst noch welche oder haben wir nur die 18? Ja, dann hatte ich ein bisschen mehr als 30, als ich hergestellt habe. Genau. Na, hier seht ihr ein paar Sachen. Ja, wie gesagt, ich bin am Überlegen, ob ich tatsächlich mal gucke, ob wir Mistlands finden. Wir kein Achso, das ist wieder zu weit weg. Ne? Ob wir Mistlands suchen für Yggdrasil Holz? Ja, was allerdings auch nicht so viel bringt, weil wir ja Ether dafür brauchen. Und ich bin am Überlegen, da könnt ihr mal eine Meinung zu dalassen, vielleicht in den Comments, ob wir nicht einfach die Welt aufdecken. Ich habe das Gefühl, das bringt uns mehr, wenn wir einfach die Welt aufdecken. Mal gucken. Weil dann müssen wir ja immer noch, wir sind ja dann immer noch nicht da, das heißt, wir müssen immer noch fahren und überhaupt. Aber da wissen wir, wo was ist. Also, wo welches Biom ist. Ich würde es machen, glaube ich, damit wir nicht so viel suchen müssen. Weil das ja auch nochmal Zeit wegnimmt, aber lasst mal in die Comments da.
Ist gerade eh noch nicht wirklich wichtig. Nee, wo ist denn? Genau. So, aber das werde ich so nicht einfach so entscheiden. Außer es kommt zu wenig oder keine oder wie auch immer Resonanz, dann werde ich wahrscheinlich einfach entscheiden. Ach, jetzt stirbt er wieder sonst wo. Weiß, in welcher... In welcher... In welcher Höhle war die Tetra? War das in der hier oder war das in der hier hinten? Gucken wir mal. Das war die hier, ne? Nee. War die andere. Das war... Ausgang durch und dann waren sofort Tetra. Weiß nämlich nicht, ob Tetra wieder spawnen. Hier, wie gesagt, Eier spawnen noch einmal. Ich glaube, 4 Wochen oder so. 4 Wochen, 4 Tage oder so. Ich habe eh genug, ich habe so viel Zeit verbraucht, also. 12 Tage oder was auch immer. Sind jetzt schon wieder in den Server gegangen, in die Map. Was war die Tetra-Höhle? Das war die hier, ne? Ich glaube, das ist die Tetra-Höhle. Da können wir hier vor allem nicht. Okay, ja. Das ist die Tetra-Höhle und Tetra-Spawn neu. Das ist gut zu wissen. Keine Tetras mehr drin. Geil, okay, dann holen wir das Portal am besten hier hin, würde ich sagen. Weil wir ja Tetra brauchen. Ach komm, gehen wir doch nicht. Gehen wir erst das Ei holen. Oh. Funktioniert. So, also wenn wir das Ei da hinten markieren, an unserem jetzigen Portal, wenn das Portal hier hinstellen und dann... Oh. Unschönes Wetter gerade. Habe ich schon wieder Nacht? Ach, guck mal, da bist du denn. Ja, ich brauche Ausdauer.
nice. Martin, ich. Bei dem runden Umschlag weiß ich noch nicht, wann ich den verliere. Oh, Drake Helm, nice. Nice, Drake Helm. Leider nicht so gute Enchantments, aber... Ups. Hey, jetzt hier nicht noch ein Wolf? Ich glaube, wir haben einen Wolf hier gelassen, oder? Hätte ich mir auch merken können, aber hey. Genau, gib mir das Holz, sind die kaputt. Ja, ich müsste den Wolf mitnehmen, ich könnte den Wolf mitnehmen, aber ehrlicherweise soll er... Er greift dann eh nur das Ganze an und jada, jada, jada und das bringt alles nichts. So, dann hätten wir aber jetzt einen Tetra-Spawn, das ist schon mal nice, auch wenn nicht so viel, 4 Tetra, 3 Tetra jetzt gerade. Aber ja. Zumindest haben wir jetzt erstmal einen Tetra-Spawn. So. Mei, ob ich mir das jemals merken werde. Kann ich dich hier reinstellen? So. Funktioniert. Ja, wobei. Ich würde ja sagen, es funktioniert. Okay, pass auf. Ich würde gerne was da drunter stellen. Mit das Leben. So, kurz aufhören zu. Leuchten, bitte. Liegt mich da jetzt noch was drunter? Ich würde da gerne was drunter stellen, damit das nicht kaputt geht. Dann halt so. So.
Lass ich das offen? Ja, ich brauche noch Holz. Kann ich dich nur verschieben? Ich habe was hingestellt, von daher ist okay. Hier. Ja, wobei das funktioniert. Das haben wir das oben frei. Ich lasse das frei. Weil, kann ich da was hinmachen und den trotzdem durchlaufen? Oh, kann ich. Kann ich das hier flaten, flachen? Flaten. Wer kennt es nicht? Flaten. tötet mich. Tötet mich, bitte. Bitte, tötet mich. Nee. Ich will nur das Portal draufstellen. Alles andere ist mir relativ. Da kann ich dich hinstellen. Das funktioniert. Hier ist noch ein Dach drauf und dann so viel gut to gehen. So. Und wir fangen schon an zu bauen. Ich habe doch schon wieder was gehört, oder? Habe ich schon was gemacht? Könnte, danke. Reichst du? Na komm, ich nehme die 2 Meter Poles. Geht mir nur darum, dass die Luft da rauskommt. Das die Luft. Der Qualm. Perfetto. Sollte funktionieren. Gucken wir mal. Gucken wir mal von innen, ob es funktioniert. Sieht eigentlich ganz gut aus. Sieht auch ganz gut aus. Alles funktioniert. Müssen wir nur mal gucken, wie hoch die Respawn-Zeit von den Tetras ist. Wahrscheinlich auch so 2-3 Tage, oder? Könnte ich mir gut vorstellen. Ich könnte ja mal bei uns einen kleinen Teich annehmen. Was haltet ihr davon der Idee? Das Problem ist nur, dass du kein Wasser spawnen kannst, oder? Könnte ein bisschen schwierig werden. Da kann ich Wasser benutzen? Verwenden? Ach doch, weg. Würde ich hier gerne einen Teich hinsetzen, aber ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht.
Problem ist, selbst wenn ich Wasser kriege, wird das halt nicht gefüllt, oder? Komm hier noch nicht mal an Wasser, oder? Können wir es irgendwie einbauen? Was anfangen? Ich bin gerade die ganze Zeit überlegen. Wollte irgendwas mit anfangen? Ich meine, die werden sich nicht vermehren. Sind wir mal realistisch, das werden sie nicht tun. Warum werden die eigentlich nicht rooted? Gucken wir gleich mal. Müssen wir mal ein bisschen dry bauen. Muss wird auch komplett abgebaut. In your dreams you sit beside a fire in a great hall surrounded by the shadow of familiar voices. The faces blur like smoke and the nails lip your mind. Und ich bin immer noch so langsam im Reden, lesen. Ich habe keinen Stein, das habe ich alles weggetan. Was können wir denn? Okay, du springst da raus. Der ist zu weit weg. Das nehmen. Er ist ein bisschen klein, oder? Er ist zu klein. So, das war jetzt zweimal gedreht. Das ist jetzt einmal gedreht. Sehr groß. Einmal drehen. Einmal drehen. Zweimal drehen. Einmal drehen. Zweimal drehen. Einmal drehen. Zweimal drehen. Einmal drehen. Zweimal drehen.
gefällt mir nicht. Was ist denn, was ist denn, was ist denn? Wir fangen hiermit an. Groß, oder? Wobei, das finde ich geht sogar noch. Das geht sogar. Das Loch so nicht bauen können. Ja, ich komme euch jetzt nicht raus, ne? Bist du schon wieder rausgesprungen? Ich finde das nämlich schlecht. Aber ich krieg dich nicht ausgehöhlt. Was so machen, Leute? Das war zu viel. Falsch. Gucken wir mal, wir bauen erstmal das Steinhaus. Wir bauen erstmal das Steinhaus und dann gucken wir weiter. Damit ich auch weiß, wo ich das hin platzieren soll. Aber kann ich ihn nicht. Ja, okay. So. Jetzt behalte ich mal, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich noch. Wir Iron, Iron. Ich habe schon wieder Iron gesagt, möchte mich schon wieder schlagen. Kann man jetzt nicht mal aufhängen jetzt vorhin mittlerweile auch? Genau, hier, du bist das Einzige mit Silber. Oh, der Rest kommt weg, den können wir jetzt mal aufhängen. Mir fällt gerade auf, dass es zwar schön und gut ist, dass ich die Sachen da reingelegt habe, aber. Oh, eine Truhe, wo ich die dann reinlegen kann, außerhalb des Horns. Warum kann ich dich craften? Ah, Dragon Team. Ja, die will ich nicht nehmen. Oh, ich würde ihn nehmen.